my God, Keaton's face behind you when you walked on stage? I was shitting myself. In the dead of night, I'll meet you in my sleep. He was shitting himself. That dude owes in me. In the morning light, you wake up next to me. Like a dream come true, I'll take you where I roam. And follow you back home. Tell me you can. My dear, what if I told you that the entire fate of our production rests upon your slender shoulders? I've never had an experience like that on stage. Yeah, right? You were... No, you. Like, seriously, I love nights after a show. Is it always like this? Oh, totally. It's such a high. No more nerves, just the adrenaline. So, first timer, are you proud of yourself? You were literally perfect tonight. I was blown away. Tja. Machen wir Sorgen? Nö, ja, eindeutig. Also ganz ehrlich, ich muss mir ganz kurz einblenden. Eine wunderschöne Szene. Ich habe ja absichtlich ganz wenig, nur ganz am Ende kurz was gesagt, wo die Frau da war. Ich habe absichtlich die ganze Theaterszene durchlaufen lassen. Ich saß hier mit einem Lächeln auf den Lippen. Coole Szene. Wirklich ganz toll gemacht. Herzzerreißend, wenn er mich fragt. Und wir sind natürlich jetzt erleichtert. I think I'm just happy it's over. The last 12 hours have been freaking intense. You've gone through so much shit today. Right now is pretty good. Okay, the whole show was good. I admit it. Yeah. It was magical. Etwas Liebes sagen. Komm hier, was soll's. Wir irgendwie, die beiden sind so ein schönes Paar. Well, everything's been magical since we started hanging out. Let's leave. For real. For real, huh? You said you wanted to skip town and never look back. Like I said last night, let's do it. I know. I've been thinking about that all day. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but like, eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Tja, wir sind mitten im Nirgendwo. Was ist mit den Eltern? Geld, okay, du gewinnst. Ja, was ist mit unseren Eltern? Das ist vielleicht die erste Frage. Wobei, Chloes Eltern, naja, die Mutter und der neue Freund, mit dem sie sich ja gar nicht klarkommt. I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. Ja. Aber meine Mutter, also ihre Mutter, braucht sie in gewisser Weise. Und ehrlich gesagt, ich hätte auch das Geld nehmen können. But I'm the only one my mom has left. You're right. What am I saying? She's got David now. Genau, deswegen machen wir jetzt das Geld. What about money? I thought you were a high-rolling criminal now. Ich habe Geld, aber ich bin damit fertig. Nie wieder kriminell. Nah, I didn't like being a criminal as much as I thought. You're more of a hero than I think you realize. I think you're high right now. I'm... no hero. We'll see. Anyway,
I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Any more questions? Ja, noch eine. Mitten im Nirgendwo, wo sollen wir denn hin? How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Vielleicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber vielleicht. Es gibt die Möglichkeit, dass sie den später wirklich fährt. Ich sagte ja schon mal, in Life is Strange 1 hatte sie dieses Auto. Maybe. It's not like I do this all the time. You'll figure it out. But you don't even know what shape it's in. I don't need to, because I know you, and I know what you're capable of. In other words, we've got transportation covered. Na gut, es war klar, du gewinnst. In Episode 3 geht's dann wohl ums Abhauen. Fine then, Drama Queen. Where are we going? You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Einfach der Nase nach. I'm feeling like an indefinitely long road trip. That sounds like the greatest idea anyone's ever thought of. You and me, driving down the coast, filling up our truck with hilarious souvenirs, and every night, we'll find a different beach to walk along and watch the sun go down. And one day, you'll be at a gas station fixing the brakes, and some guy with no shirt on will come up. Yeah, okay. He'll be like, that's so hot that you know about cars. And I'll say, back off. She's with me. You're full of shit. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Rachel, stop. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. Chloe, what would it take to convince you? Dein Armband, ein Kuss, ein Tattoo. Komm, die beiden flirten hier schon die ganze Zeit, also deswegen, hier kommt, es muss sein. How about, Oh. Is that convincing enough? Yeah. Holy shit. Right? What is this stuff? Ich glaube, das ist Asche. It's a sign. I think we should leave tonight. Really? If you want to, I'm ready. Let's go sneak some clothes and stuff for my house. For you or for me? I gotta say, my clothes look damn good on you. Cool. Let's do it. And then, we'll get the hell out of Arcadia Bay.
Oh, you're home. Rose, Rachel's home. And she brought her new friend. Our star returns. You're just in time. Dinner's almost ready. Chloe, was it? Ja, das ist richtig. Und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt noch hier einen netten Familienabend erleben. Besonders, weil wir wollten doch eigentlich ein paar Sachen packen und dann abhauen. Das war es, das ist es. Naja, das ist richtig. Nailed it. I must have been pretty memorable. You were. I get the sense that you're used to making an impression. Rachel, honey, you were resplendent tonight. Thanks. Chloe, you must join us for dinner tonight. She must? I must? Of course. I made chicken a la king. I'm sure you both acted up quite the appetite. Da blende ich mich doch glatt mal wieder ein und sage, hoppla, wir wollten doch eigentlich gar nicht, bin ich hungrig auf dem Weg nach draußen? Ich bin doch eigentlich schon weg, also ich habe nämlich keine Ahnung, was die hier von mir wollen. Ich meine, wir haben ja heute einen Schulverweis gekriegt, wir haben die Tochter von den beiden ja in ganz große Probleme gebracht und auch wenn wir die ganze Schuld ja auf uns genommen haben und so weiter und so fort, das von frühmorgens kann ja nicht vergessen sein. Komm hier, wir sind mal höflich, ich bin nicht hungrig. Ja, no thanks. I'm more of a burger a la king kind of gal. She's funny, this one. I'm aware. Chloe, I know we didn't exactly meet each other at our best this morning, but with you and Rachel becoming such fast friends, I insist you join us for dinner. Don't you agree, Rachel? Yes, of course. Chloe, would you join us for dinner, please? Of course. Great. I just need to wash off, then I'll be right down. Don't be long. In meantime, perhaps you can help me with the table, Chloe? Sure thing, Mrs. Amber. I'm gonna go pack. After dinner, we can make our break. You cool down here? Beeil dich, ja, total, alles okay. Aber ich bin der Gast, warum muss ich hier arbeiten? Und er liest Zeitung, was ist denn das? Er kann decken, er kann den Tisch decken. Ganz ehrlich, was sind denn das für Gastgebermanieren? Liebe Leute, so geht das nicht, der Gast muss bewirtet werden. Nein, ist okay, es ist alles in Ordnung. Beeil dich bitte. Just hurry back. I don't know how long I can keep this up. Try doing it your whole life. And, Chloe, we just need to make it through dinner. Try not to say anything that, you know... That I would normally say. Exactly. Okay, ein bisschen Schauspielern. Quality time with the Ambers. What could possibly go wrong? Alles. Aber man merkt auch gleich, ne? Hier, Rachel ist sofort distanziert, ich sag jetzt mal kühl, ganz anders als vorher. So, und wir haben eine neue Nachricht. Moment. Steph hat geschrieben. Wo geht's los? Wo blinkt es nicht mehr? Ist ein bisschen länger da. Chloe, Steph hier, ich bin auf dem Weg zum Krankenhaus. Mikey hat mir erzählt, was passiert ist. Armer Drew, ich stehe immer noch unter Schock. Danke für das, was du getan hast. Wir haben ihn beklaut. Danke fürs Beklauen. Ich habe nichts getan. Hätte ich auch geantwortet. Du hast Mikey gehalten. Er hat es mir erzählt. Er hat ihm viel bedeutet. Ich habe gehört, du warst im Sturm. Ja, irgendwie eine große Sache. Ja. Das glaube ich. Alle sagen, die Aufführung war super. Du bekommst heute Medaillen für 2 gute Taten. Drew geht's gut. Mikey wird dich auf dem Laufenden halten. Oh Scheiße, sagt den beiden, dass ich sie anfeuere. Ja, super. 2 gute Taten. Und eine müssen wir gleich wieder wegnehmen. Eigentlich beide, weil wir haben ja das Geld von den beiden da geklaut. Und ich glaube, wenn das auffliegt, will Steph von uns nichts mehr wissen. Ich frage mich gerade hier, der eine Strich, der ist ein bisschen falsch, der geht ins Bild.
Hier nicht. Hier ist der Strich abgehakt. Bei den Blinkenden, da sieht man, ach, da scheint das durch, weil das Bild wird ausgeblendet und wieder eingeblendet und dann scheint dieser Trennstrich durch. Okay. Ich habe nichts gesagt, ist alles okay. So. Andere haben wir nicht. Okay. So. Regal mit Auszeichnungen, wahrscheinlich alle von der Tochter. Rachel really was an overachiever before she met me. Glad I nipped that in the bud. Genau. Gut, dass wir die Karriere der Tochter ruiniert haben. I should stay down here until Rachel is ready. Ich wollte doch nur nach meiner Freundin sehen. Hallo, James. It's like a thousand times more skeevy when the skeeviness is all polite to your face. Gut, eine Sache sehen wir hier aber wirklich, ob die Mutter mehr oder weniger noch mit dem Vater gut zurechtkommt. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass die Mutter nichts von seinem Verhältnis weiß. Zumindest scheint das hier ja gerade heile Familie zu sein. Fernsehsessel hier. Wir sitzen erstmal, gucken eine Runde fern, da oben. Dann gucken wir in den Computer. Wir machen es erstmal umgekehrt. Wir sind ja hier gerade zu Gast, deswegen erstmal gucken wir in die Zeitung. They say all news is local, but damn. Feuer wächst trotz Bemühungen aller Behörden. Größtes Feuer in der Geschichte Arcadias verängstigt Anwohner und stellt Autorität vor ein Rätsel. Wer hat es angezündet? Warum hat man es angezündet? Wo kam der brennende Mülleimer her? Und was noch viel wichtiger ist, warum sind 50% des Feuers schon unter Kontrolle und warum weigern sich die anderen 50, dem Folge zu leisten, was die Behörden wollen? So, dann natürlich hier, komm. I bet there's like not even a single Cheeto stuck in this thing. Das lässt sich nachprüfen. Doing the play was bad enough without having to read about it afterwards. Hope Drew's okay, though. Natürlich, komm, hier. Erstmal, Armin schreibt, Glückwunsch zur wundervollen Besetzung und Crew von Der Sturm. Steph, es tut mir so leid, dass ich nicht da war. Ein Notfall kam dazwischen. Tja, Rachel liebt euch alle. Juliet, es tut mir so leid. Warum auch immer. Hayden, warum tut es dir denn leid? Du steuerst das Feuer nicht. Oder doch? Achso, das war die verspätet ankam, natürlich. Steph, Chloe hat sich meisterhaft gehalten. Logan sagt dazu, gibt's was Neues zu Drews Zustand? Zack, naja, er erholt sich. Wir besuchen ihn morgen als erstes und dann gehen wir ihn im Krankenhaus ein wenig auf die Nerven. So, was haben wir noch? How to clear browser history. Followed by a gap for all of yesterday. Ist auch geil. That's like cheating asshat 101. Ja. Poor Rachel. Genau. So, wir lesen mal. Wonach hat er denn gesucht? Also er hat nach Arcadia B Golfverkauf gesucht. The Beacon war ein Suchbegriff. 40 plus gesunder Lebensstil. Er ist also über 40. Die Damen. Ne? Der ist anscheinend immer auf der Suche. Incognito Tab. Kann man öffnen, muss man aber nicht, je nachdem, wenn man was nicht unbedingt im History-Verlauf haben will. Wie benutzt man den Incognito-Tab? Das ist einfach, man klickt einfach dann auf Incognito starten und los geht's. Wie löscht man seine Browser-Chronik? Kleingeschäfte und Notface. Ja, toll, also noch auffälliger geht's ja nicht, ne? Warum hat er das nicht gelöscht? Er hat danach gesucht, wie lösche ich meine Browser-Chronik und hat es danach nicht getan. Verstehe ich nicht, besonders weil es doch gar nicht so schwer ist. So, gut. Danke. Der war so in seiner Zeitung vertieft, der hat das nicht gesehen. So, was haben wir hier? Holy shit. That's the guy who attacked Drew. And I'm holding on to a grand of his money. Rachel and I couldn't be leaving town soon enough. Sarah, da ist sie ja. Sarah Gerhardt ist mit Francis Bowers, irgendwie in Verbindung zu bringen. Und Sheldon Pike, der hat vorhin den lieben Kollegen zusammengeschlagen. Peter Gillespie ist auch irgendwie drin. Nee, Moment mal, war der das oder der das? Damon Merrick. Damon war's. Ich nehme alles zurück. Damon war's. Die sehen sich hier auf den Bildern ähnlich. Aber Sheldon Pike haben wir doch auch irgendwo schon gesehen, glaube ich. Gut, aber Rodney, Sanders, Sears, irgendwie hier, die hängen alle miteinander zusammen.
Und wir lesen mal. Demon Merrick, relevanter Ort, die Mühle, die es seit kurzem nicht mehr gibt, weil da kam so ein kleines Feuerchen vorbei, hat aber nichts mit dem Waldbrand zu tun, das ist wohl was anderes gewesen. Eine konvertierte Sägemühle-Club im Norden der Stadt. Das war mal die Mühle. Verdächtigt wegen Diebstahl, Erpressung, Vertrieb, Körperverletzung, Raubüberfall, Mord, bekannter Umgang Francis Bowers, Sheldon Pike, Sarah Gerhardt, Peter Gillipsy, Rodney Sander, Sears. Aha, aber jetzt wissen wir zumindest, wer die gute Dame ist. Und wenn Rachel mal kurz auf die Akte guckt, dann stellt sie fest, dass die da genannt wird. Aber Moment doch mal, das ist ja eine Akte von dem Vater. Und der trifft sich trotzdem mit ihr? Oder bringe ich jetzt die Frau durcheinander? Ist das gar nicht besagte Dame, die vorhin aus dem, Wender stieg aus dem Wohnmobil von Francis, wie er hier so schön heißt? War das jemand anderes? Wenn ja, vielleicht sind sie sich ähnlich. Ich weiß es nicht so hundertprozentig. Es kann sein, dass das besagte Dame ist. Ansonsten wundert mich ein bisschen, dass der Vater sich mit ihr trifft. Hängt der hier irgendwie auch in dieser Drogengeschichte so halb mit drin? So als Verdacht? Aber wie gesagt, kann alles falsch sein. Vielleicht habe ich da was falsch interpretiert, weil ich hier die Figur falsch gesehen habe oder denke, das ist jetzt die Freundin des Vaters. Dabei ist die das gar nicht. Und ja, wenn das nicht die Freundin ist, die hier gerade in der Akte erwähnt wird, dann habe ich nichts gesagt, ne? Dann war es ein Fehler. Gut, so. Was haben wir noch? Wir haben ein paar Fotos. Urlaubsfotos. Guess some families actually go to Paris instead of just talk about it their whole lives. Ja, sowas soll vorkommen. Und ein Buchregal. Easy to see who wears the literary pants around here. Gesetzessammlung, Sturmhöhe, göttliche Komödie, Blickhaus, Metamorphose, Bücher 1 bis 15. Ja, alles ganz klar. Super. Guten Tag, James. So, jetzt reden wir mal hier, beziehungsweise gucken. Achso, angucken haben wir ja schon. Wir reden mal mit ihm. Hi, Mr. Amber. Chloe, what can I do for you? Gute Frage. Wie ist es denn so als Staatsanwalt? So. You're a district attorney, huh? I'm your district attorney. So I can call you if I'm ever district arrested? What would you be arrested for? It was a joke. Not a good one, clearly.